Ja, wer kennt's nicht? Man möchte sich eine Maschine zulegen, die wiegt irgendwie über 100 Kilogramm. Dann muss man sich zwangsläufig irgendwann mal Gedanken machen, wie bewegt man sowas. Aber da fängt's ja nicht einmal an. Man hat vielleicht ein schweres Bauteil in der Werkstatt oder man hat viele leichte Bauteile, die man auch durch die Werkstatt bewegen muss. Und wenn die vielleicht ein bisschen größer ist oder man größere Strecken bewältigen muss, dann ist es schon sinnvoll, wenn man sich da mal Gedanken macht, wie man schwere Maschinen bewegen kann, ohne schweres Equipment. Ich werde euch heute beides zeigen, wie ich das früher gemacht habe und wie ich es heute mache und halt ebenso bei den normalen Bauteilen. Ich denke, ich bin in der Lage, euch das zu zeigen, weil ich schon sehr, sehr viel durchgemacht habe. Zeiten ohne einen Stapler, Zeiten mit einem Hochhubwagen und Zeiten mit einem Stapler. Das heißt, ich habe die ganze Palette einmal durchgenommen und ich weiß, wie das für mich mittlerweile gut funktioniert, sodass ich halt eben abends noch irgendwie ein gerades Kreuz habe. Also was erwartet euch heute im Video? Ich werde euch ein paar praktische Tipps geben, wie ihr generell in der Werkstatt arbeiten könnt und schwere Dinge bewegen könnt. Darüber hinaus gebe ich euch viele Punkte, wie man wirklich schweres Equipment doch noch ein bisschen bewegen kann. Ganz wichtig, wir reden jetzt hier von einer Maschine, die jetzt 3, 4, 5, 600 Kilo wiegt und keine Maschine, die 8, 9 Tonnen wiegt. Da ist es natürlich ausgeklammert, aber wie gesagt, schwerste Maschine ist da hinten die, 1,2 Tonnen. Die ist nicht ganz so schwer, wiegt ungefähr eine halbe Tonne, ist aber auch maximal uncool, irgendwie hoch und runter zu heben. Aber es kommt darauf an, dass es funktioniert. Das will ich euch im heutigen Video so ein bisschen vermitteln. Zuallererst mal recht unscheinbar. Hier diese grünen Karren. Das sind meine kleinen Abfallbehälter, die ich in meiner allerersten Werkstatt gebaut habe. Und auf denen lagere ich auch schon recht häufig mal Kleinteile, die ich zum Beispiel verleimen muss. Nach dem Sägen sind zum Beispiel ein paar Leisten entstanden, wie diese hier. Mit denen muss ich rüber zu meiner Verleimpresse. Keine Panik, das ist erst der Anfang vom Video. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Luft uns geben, um uns zu steigern. Diese Möglichkeit hier benutze ich aber auch wirklich nur, wenn alle anderen Werkbänke belegt sind. Ich gebe euch mal noch ein Beispiel. Am liebsten benutze ich zum Beispiel diese Werkbank hier. Die hat eine schöne Größe, die ist sehr, sehr stabil. Wir haben eine tolle Massivholzoberfläche, bedeutet, die hält auch wirklich sehr, sehr viel aus. Und die ist aber jetzt gerade derzeit belegt. Das heißt, ich greife auf einen anderen Karren zurück, da wird nämlich eine Sache deutlicher. Was ich hier an dieser Größe übrigens auch cool finde, ist, dass wenn ich mal ein größeres Stirnholzschneidebrett oder generell ein Brett verleime, dann kann ich meine Leisten hier auflegen, kann sie ausklappen, kann Leim drauf geben, kann bei Bedarf noch etwas verspannen und habe das Ganze mobil gehalten, stabil in dieser Form einer Werkbank. Aber in diesem Moment vollgelegt, also holen wir uns einfach noch eine andere Werkbank, in Anführungszeichen. Ja, und das ist zum Beispiel hier meine Alias-Werkbank. Also normalerweise wird es aussehen, dass ich meine Teile hier einfach drauf packe und dann hiermit zur nächsten Arbeitsstation fahre oder hier drauf weiterarbeite, indem ich zum Beispiel Holzleim drauf gebe. Da könnte ich alles schnappen, ich fahre zur Rahmenpresse und arbeite dort halt eben weiter. Wenn man sich hier diese Werkbank anschaut, fällt erstmal auf, das ist keine richtige Werkbank. Die stammt noch aus meiner allerersten Werkstatt. Das ist ein Frästisch, den ich mittlerweile so nicht mehr benutze. Das Teil ist aber super stabil, warum also so nicht weiter benutzen? Hier habe ich übrigens noch ein bisschen Stauraum. Was habe ich denn da noch alles? Was aber nicht weiter relevant ist. Das Teil hier ist sehr, sehr stabil und das wird auch als Werkbank benutzt. Das sieht man hier, das Teil ist ganz weiß, sieht nicht mehr besonders schick aus. Das soll einfach seine Arbeit leisten. Und wenn es halt eben hilft, das Projekt besser umsetzen zu können, dann ist es mir recht, wenn das Teil halt eben weiß wird. Genau aus dem Grund, weil ich weiß, alles was bei mir mobil ist, was auch vielleicht ein bisschen Farbe abbekommen darf, worauf noch irgendwelche Metallteile abgelegt werden dürfen, da richte ich die Werkbank immer so ein, dass ich hier immer noch eine Möglichkeit habe, etwas zu verspannen. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel Leim auf die Streifen aufgeben möchte, dann gebe ich hier eine Zwinge hin und dann lege ich hier meine Bretter aus und habe einen Anschlag, wo ich dagegen drücken kann. Das heißt, das hier ist maximal praktikabel, sieht nicht mehr wunderschön aus, aber dafür kann ich die Arbeit umso besser erledigen. Da ist hier noch ein weiteres Teil. Ihr seht, meine Werkbänke bekommen schon wirklich auf die Ohren. Das hier ist mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Die Kanten sind leider nicht mehr so schick, einfach weil das damals nicht so gut funktioniert hat mit den Kanten. Aber hier seht ihr auch schon direkt, das Teil ist nicht mehr wunderschön, aber hier drauf verleime ich regelmäßig etwas und ab und zu, wenn das Werkstück sehr hoch ist und schwer ist, dann lackiere ich auch hier drauf etwas. Hier habe ich zum Beispiel meine Postbox drauf lackiert. Die Leute von Instagram haben das Projekt auch gesehen. Da ist es okay, wenn da ein bisschen Farbe drauf kommt, solange das Teil irgendwann noch mal ein bisschen plan ist, damit kein Dreck mehr drauf ist, damit ich hier meine Holzstücke drüber schieben kann, wenn sie halt eben von der dicken Hobelmaschine kommen. Mit hier diesen Werkbänken arbeite ich tagtäglich. So sehen sie auch mittlerweile aus.
Wird speziell dann sehr, sehr relevant, wenn ich den Grobzuschnitt mache und im Nebenraum bin und dort halt eben die schweren Bohlen ablänge. Dort kann ich mir das Leben schon mal ein bisschen erleichtern, indem ich hier die großen sägerauen Bohlen draufpacke, wenn sie dann halt eben besäumt werden. Das heißt, so können wir erstmal die erste Hürde übernehmen, wenn wir große Holzbohlen transportieren müssen, wenn wir irgendwas anderes transportieren müssen. Ich nutze dafür immer hier diese Rollkisten, sei es jetzt Pakete vom Onlineshop oder Massivholz für die YouTube-Werkstatt. Jan, wie sieht es mit Plattenmaterial aus? Wie mache ich das hier in der Praxis? Alle Plattenteile, die hier liegen, die schnappe ich mir einfach so und lege sie auf die Säge oder arbeite halt eben mit weiter. Wenn die Platten allerdings bei mir ankommen, sind das meistens Großformatplatten, die halbiere ich einmal in der Mitte, dann komme ich auf ein Plattenmaß von ungefähr 2,50 Meter auf 1,40 Meter. Und die Platten bewege ich derzeit, da ist was geplant, aber die bewege ich derzeit so. Das ist eine Möglichkeit, die ist noch nicht geil. Und zwar ist es mein Rollbrett. Ich zeige es euch mal. Oder ich hole euch mit, ich will die Platte nicht durch die ganze Werkstatt rollen. Mal angenommen, ich möchte eine MDF-Platte hinten an die Formatkreissäge bringen. Dann schnappe ich mir hier mein Rollbrett. Ich ziehe meine Platte aus dem Lager hinten raus, so weit wie es halt eben geht. Danach hebe ich das Rollbrett hier hinten drunter und kann sie halt eben jetzt bewegen. Ihr merkt, das funktioniert noch nicht so geil, aber es funktioniert. Ich habe da aber, wie gesagt, eine Idee, um das Ganze wirklich in allen Punkten zu verbessern. Allein das Aufheben auf die Formatkreissäge, da ist was geplant, lasst euch da mal überraschen, wann das Ganze online kommt. Aber so funktioniert das ohne besonderes Zubehör, was man sich kaufen muss. Ein Rollbrett hat man in den meisten Fällen irgendwie noch in einem Keller oder in der Werkstatt rumfliegen. Bezüglich Materiallagerung schauen wir uns auch gleich noch an, wie ihr Massivholz lagern könnt, damit ihr das besser bewegen könnt. Aber jetzt mal angenommen, wenn ihr eine Maschine bei euch in die Werkstatt gestellt habt und die ist schwer, sagen wir mal, die wiegt 200 Kilo oder die kann auch eine halbe Tonne wiegen, da funktioniert das tatsächlich auch noch sehr, sehr gut. Wenn ihr zum Beispiel so eine Formatkreissäge, die wiegt roundabout 200 Kilo, wenn ihr die mit ein paar Leuten dorthin gestellt habt, mit einem Palettenwagen und ihr sagt, okay, die muss ein paar Zentimeter rüber, was kann man da tun? In der Vergangenheit habe ich es hier so gemacht, dass ich tatsächlich mit einer Brechstange die Maschine hochgehebelt habe. Das funktioniert mit der kleinen Spitze hier vorne an der Kante schon sehr, sehr gut. Und wenn ihr ein bisschen mehr Spielraum habt, dann könnt ihr was unterlegen. Jetzt kommen wir halt eben zu den Möglichkeiten. Die sind alle ein bisschen, ja, mühseliger, aber so funktionieren. Die habe ich alle in der Vergangenheit schon angewendet. Da können wir nämlich zum einen hier drunter greifen und können die durchdrehende Bewegungen rüberdrehen. Seht ihr? So könnt ihr die Maschine stückchenweise rüberdrehen. Und wenn man jetzt da noch ein bisschen dran zieht, dann geht das sehr gut. Und so könnt ihr dann stückchenweise eure Maschine rüberdrücken. Jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Beispiel. Genauso wie ich es euch jetzt gleich beschreibe, haben wir diese Abrichter auf eine Palette gebracht. Ich schätze mal, dass die 400 Kilogramm wiegt. Die ist wirklich recht schwer. Wenn ich hinten mal versuche hochzuheben, dann funktioniert das auch einigermaßen. Aber da war es das dann auch tatsächlich schon. Funktioniert, aber die ist wirklich schwer. Also die ist 2,20 Meter lang. Und der Tisch hat eine Breite von 45 cm und es ist halt alles aus Grauguss. Das ist wirklich der Wahnsinn. Bei allem, was ich euch heute sage und zeige, muss man wirklich aufpassen. Wann immer man solche Maschinen irgendwie versucht händisch hochzuheben, ohne dass man das mit einem Schlopp, mit einem Stapler hochhebt, ist natürlich immer eine große Gefahr, dass das Ganze rumkippt. Und das war auch damals bei dieser Abrichte so, denn im Prinzip ist der Fuß wie so ein Dreieck auf drei Punkten aufgeteilt. Wir haben hier einen schmäleren Fuß und hinten haben wir einen breiteren Fuß und das hat schon recht stark gekippelt. Für euch als Hintergrundinformation, als wir dieses Teil hier aufgeladen haben auf eine Palette, ging es uns im ersten Sinne auch wirklich nur darum, alles auf eine Palette zu bringen, denn dort war in der Nachbarschaft, dort wo die Schreinerei aufgelöst wurde, ein Stapler, der ist vorbeigekommen und da hat halt jede Minute Geld gekostet, da wollten wir einmal vorarbeiten und da haben wir halt das Ganze auf eine Palette frachten müssen. Wie haben wir das hier denn gemacht? Wir haben es wie die Ägypter gemacht, wir haben zwei Stockwinden genommen, deswegen habe ich von den Teilen auch irgendwie drei oder vier Stück. Wir haben hier zwei Stück drunter gestellt und haben hinten eine untergestellt und haben die Maschine stückchenweise hochgedreht. Und bis die Stockwinden halt eben komplett ausgefahren waren, haben wir Hölzer untergelegt, um sie dann halt eben nochmal ein Stückchen höher zu legen oder zu heben, damit wir halt eben eine Palette drunter schieben können. Wenn eine Palette drunter ist, können wir uns einen Palettenwagen nehmen und können die Maschine einfach rausholen. Genau so haben wir das damals mit dieser Abrichte hier gemacht. Genauso habe ich auch übrigens meine Dickenhobelmaschine auf diese Palette gestellt. Wir haben hier einen leichten Überhang und da konnte ich halt eben mit einer Stockwinde ansetzen und konnte die ganze Maschine hochheben und konnte dann eine Europalette drunter schieben.
Ja, und wenn man dann Zugriff auf einen Palettenwagen hat, den kann man sich natürlich auch ausleihen, dann ist das schon richtig geil. Dann kann man schon so sehr, sehr weit kommen, wenn man schwere Maschinen bewegen möchte. Wann immer ich eine schwere Maschine bewegt habe, habe ich sie halt eben mühevoll auf eine Palette gestellt, konnte sie dann rüberfahren und konnte sie dann von der Palette einmal runterheben, um das dann halt eben dann dort an den Bestimmungsplatz zu stellen. Dann habe ich meistens mit dem Nageleisen, wie eben gezeigt, das Ganze noch ein bisschen fein justiert, damit die Maschine dort steht, wo sie halt eben stehen soll. Blicken wir mal in die Vergangenheit von der Firma Konterholz. Als ich meine damalige Traummaschine, den Langbandschleifer, abgeholt habe, haben wir sie mich auch mit zwei Palettenwagen durch die Werkstatt geschoben, an Ort und Stelle gebracht, haben das Ganze hochgebockt und haben dann das Ganze mittels Stockwinde immer weiter nach unten gebracht, bis man halt eben das letzte Hölzchen unten rausholen konnte, um halt eben das Ganze wirklich final an Ort und Stelle zu stellen. Und auch genau dort habe ich mit einer Brechstange dann die Maschine weiter in die Ecke schieben können, damit sie wirklich final steht. Genauso habe ich es in der Vergangenheit immer gemacht. Das waren jetzt alles Möglichkeiten, die gehen, die tun nicht so wirklich weh. Wir schauen uns aber hier mal meine Drechselbank an. Diese Drechselbank hat auch damals in meiner allerersten Werkstatt gestanden und dort mussten wir durch einen Wohnteil vom Gebäude meiner Eltern durch, eine steile Treppe hinauf, durch den ganzen Garten in meine damalige Werkstatt. Dort haben wir es dann so gelöst, dass wir die Maschine einfach zerlegt haben. Bedeutet hier einmal den Spindelstock von dem Maschinenbett gelöst. Dann ist das hier immer noch richtig schwer. Ich schätze mal, dass das hier so 60, 70 Kilo sind. Aber zu zweit konnte man das irgendwie dann sehr, sehr gut tragen. Hier war halt eben das Problem, dass man nicht so wirklich gut zupacken konnte, um das Teil hier halt eben zu tragen, ohne dass es kaputt geht. Aber ich habe hier noch einen richtig coolen Ausschnitt für euch. So haben wir auch ungefähr meine Hobelmaschine in die Werkstatt gebracht. Und da haben wir es dann eben so gemacht, dass wir uns einen Spanngurt ins Genick gelegt haben, haben die so kurz gemacht, dass wir halt eben mit unseren Beinen mit dem Spanngurt unter der Maschine, dass wir dann die Maschine so hochheben. Und wenn man zwei kräftige Kerle hat, dann kann man damit auch wirklich sehr, sehr schweres Zeug bewegen. Meine Drehbank ist so nämlich reingekommen, meine Hobelmaschine, die konnten wir so tragen, aber meine alte Drechselbank haben wir so damals nämlich auch rausgebracht. Ich hatte zwischenzeitlich einen Hochhubwagen. Allerdings kann ich das tatsächlich nicht so wirklich empfehlen, denn unterm Strich habe ich es nicht so wirklich benutzt. Bedeutet, ich habe zum Beispiel da hinten eine Gitterbox gelagert und die wollte ich oben drauf stellen. Vorher musste ich an unten drunter die Gitterbox. Das bedeutet, ich habe die ganze Zeit gepumpt und es hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert, bis ich diese zwei Boxen umgestellt habe. Da überlegt man sich es wirklich schon fünfmal, ob man das dann halt eben macht. Ich habe es manchmal benutzt, das war dann halt eben gut, um Dinge irgendwo zu lagern, die wirklich lange an einer Stelle bleiben. Aber wirklich flexibel war man mit dem System nicht. Deswegen habe ich das Teil irgendwann abgegeben und habe mir nach einer langen, langen Suche hier diesen Stapler gekauft. Ja, und hier dieses Teil, das war wirklich eine der besten Investitionen. So kann ich maximal flexibel hier in meinem Lager die Dinge, die reinkommen und rauskommen, so bewegen, dass ich mich halt eben nicht kaputt mache. Aber ich zeige euch noch gleich eine Alternative, wie ihr auch Holz lagern könnt, weil darum geht es jetzt im nächsten Schritt, wenn ihr halt eben keinen Stapler habt, denn so habe ich es vorher halt eben auch gemacht. Übrigens, als Elektrovariante finde ich das hier tatsächlich sehr, sehr praktisch. Tatsächlich glaube ich sogar besser als ein Dieselstapler. Natürlich muss die Batterie gut sein. In dem Fall hatte ich einmal Glück gehabt, da war die Batterie nämlich sehr, sehr gut. Das bedeutet, die hält locker einen Monat, wenn nicht sogar länger, je nachdem wie viel man fährt. Und man muss ihn halt eben nicht immer mit dem Dieselmotor starten und nochmal ausmachen. Das ist so schon sehr, sehr praktisch. Ich muss sowieso gerade noch ein bisschen Eiche ins Regal räumen, deswegen zeige ich euch das einmal. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ihr euer Massivholz lagern könnt, auch wenn das wirklich sehr, sehr große Bohlen sind, wenn man keinen Krag am Regal hat. So eine Bohle würde ich zum Beispiel nicht waagerecht lagern, wenn ich keinen Stapler hätte. Das ist einfach zu mühselig, denn es ist immer so, wie es ist. Die Bohle liegt dann irgendwann ganz unten und man muss einen ganzen Stapel bewegen. Und dann muss man diese Bohle irgendwie darunter hieven. Das ist alles immer blöd. Das bedeutet, solch große Bohlen würde ich tatsächlich stehend bewegen. Stehend lagern natürlich. Diese Bohle ist für euch zum Verständnis 3 Meter lang. In meiner vergangenen Werkstatt war es so, dass ich solche Bohlen dann doch ein bisschen abgelenkt habe, so auf ungefähr 2 Meter. Dann habe ich sie aber doch stehend gelagert, weil ihr habt gerade gesehen, man kann die noch gut rumbewegen. Da ist natürlich höchste Vorsicht geboten. Aber es funktioniert halt eben, man kann sie halt eben bewegen. Das funktioniert dann schon. Das ist immer so geil, das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Normalerweise hatte ich immer Blockware, wenn war sie vielleicht 35, 52 war auch noch ein Standardmaß.
und dann waren sie normalerweise nicht ganz so breit jetzt wie hier diese Bohle, aber ich wollte euch jetzt damit auch einfach so ein bisschen zeigen, dass das auch bei so einem Oschi geht, weil je nachdem, was für ein Projekt habt, macht sowieso mehr Sinn, die erstmal abzulängen, und wenn man dann vielleicht eine Länge hat von 1,80 Meter, dann kann man die stehen sehr, sehr gut lagern, weil dann kann man die einfach von der Wand rüberrücken und kann hinten dran an die Bohle. Das wollte ich euch damit einmal zeigen, dass ich so große Brummer dann halt eben nicht waagerecht lagern würde, weil waagerecht etwas zu bewegen in so einem Ausmaß ist schon ganz schön schwer. Ich lasse die Kamera mal mitlaufen, wenn wir das Ding jetzt wieder waagerecht legen. Ich bringe sie euch aber mal ein bisschen rüber. Ja, nicht ewig bewegt. Ja, komm, das geht aber. Ja, das geht. Mensch, ich bin echt froh, dass ich in der Vergangenheit so viele Videoaufnahmen gemacht habe. Dann kann ich euch das auch alles noch zeigen. Hier seht ihr nämlich einen Ausschnitt. Da habe ich rechts neben der Pendelsäge schon senkrecht immer die Hölzer so gelagert, weil ich sonst nicht wirklich viel Platz hatte, um woanders dieses Massivholz zu lagern. Das heißt, genau hier, nur an einer anderen Stelle, in einer anderen Werkstatt, habe ich genau so, wie ich euch gerade auch gezeigt habe, mein Massivholz senkrecht gelagert, weil das funktioniert halt eben ganz gut. Wenn ihr das nächste Mal wieder eine schwere Maschine bewegen müsst, dann denkt gerne mal an mich. Ein Stapler hat nicht jeder, hatte ich früher auch nicht, aber irgendwie funktioniert alles, wenn man halt eben nur will. In diesem Sinne, ciao.